So. Jetzt warte. Wandel. Weg. Ort. Erde. Überlieferung. Vorfahren. Durch Worte. Opa. Na, wer war das jetzt schon wieder? Sagte mein Opa, wenn er beim Schuhbinden die Schnürsenkel zerriss. Das sind eigentlich die einzigsten Worte, die ich von meinem Opa kenne. Von meinem Opa Fritz. Weil mein Vater sie mir gesagt hat, vor allen anderen Vorfahren von denen, anderen kriege ich keine Erinnerung mehr an Worte. Bevor ich schreibe, denke ich, woher ich bin, warum ich schreibe, warum ich bleibe und was macht Sinn. Wenn ich es dann tue, dann habe ich erst Ruhe, wenn meine Eltern sind im Du. Ich spreche durch sie, für sie und für beide gebe ich mir Mühe, für meine Mutter die Leichtigkeit, für jeden Frohsinn gleich bereit. Für meinen Vater die genialen Gehirnbindungen, gar Wissenschaftserkundungen. Beides steckt in mir, möchte hinaus, so stehe ich vor dir aus dem Innern heraus und tu die Zeit teilen. Wir sind viel mehr als nur zu zweit. Wir teilen die Zeit. Im frühkindlichen Alter hörte ich von einer Schallplatte von einem schreibenden Arzt Gedichte, da ging die fort, die Mutter, und schwupp den Daumen in den Mund, und Bauzer geht die Tür auf und herein mit schnellem Lauf, schwupp, schnell rein in die Stube zu dem Daumenlutscherbub, und er schneidet die Daumen ab. Oh, Papier ist mehr, hey, da Schneider, da schreit der Schneider sehr. Und, oder zum Beispiel, ach, die größte Freude ist doch die Zufriedenheit. Raps, da geht die Pfeife los, mit dem größten Schreckenschuss, Kapitän, Massaker, da war es raus, da sind die Pfeife, die Augen sitzen und Pfeife sitzen, alles, Geld, Polter, alles, von Wilhelm Busch. Meine Mutter hat gerne Wilhelm Busch gelesen oder uns auch vorgelesen, aber das kommt alles auch hauptsächlich von der Schallplatte, die wir damals gehört haben. Ach, meine Mutter sagt, die Verbindung von Wort und Humor ist auch ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Wir waren immer von irgendwelchen Gedichten umgeben. Mein Vater zitierte sehr oft alte Weisheiten, die zum Alltagsleben passten. So zum Beispiel, was willst du mit dem Deutschen sprechen? Der Staat von dem Soldaten befreien. Das wirst du mit dem Toten rollen. Sagt er dann und sagt am Küchentisch mit dem Messer in der Hand. Das war so die Assoziation dann. Ich denke dann immer auch Gedanken, die vom hohen Geist erregt haben, mit Kraft die Welt bewegt, selbst wenn die Höhe darin liegt, dass man zeitweise unterliegt. Oft waren die Zitate von meinem Vater auch Kriegserlebnisse. Da hieß es dann oft, Achtung Jungs, wir reißen eine Kurve. Und das, was ich dann auch gut im Straßenverkehr einordnen ließ, weil eigentlich war damit das Flakschütz gemeint, wo er dann rumgerissen hat, wo dann die Soldaten und Kumpels alle runtergehen mussten. Ja, aber es ist eine prägende kleine Sache. Einen Satz habe ich auch eingebaut in einer Performance, wo ich in München das erste Mal auch so einen Lehrgang gemacht habe, wie man Performance macht, habe ich mich in einen Schrank reingesteckt, habe dann den Schrank aufgemacht und habe gesagt, Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen. Das war auch so ein Spruch von meinem Vater. Ja, es war schon düstere Gedanken. Mein Bübchen, was birgst du so bang in deinem Gesicht? Siehst, Vater, du den Laternenpfahl nicht. Das Fehlchen, das Kleine, das ist schon vorbei. Schon saust deine Haaresbreite vorbei.
Ja, am Schluss ist die ganz tot, aber es ist halt der mutarisierte Erlkönig, der war bei uns in der Familie auch in aller Munde immer. Ja, meine Eltern haben sich dabei gut ergänzt. Gesungene Worte oder mit Bildern ummalte prägten auch mein kindliches Schaffen mit meinem Cousin Wolfgang. Bin ich dann in der ersten Klasse von Klasse zu Klasse gezogen und er hat Gedichte vorgelesen und ich habe dann die illustriert. Da ging es um Kauz und so. Und dann, da habe ich auch irgendwie Bestätigung gehabt, das konnte ich und habe früh gewusst, diese Kombination Wort und Bild, das liegt mir auch. Allerdings hatte ich alle die größten Mühe, Buchstaben und Klänge zuzuordnen und ihre Bedeutung im Zusammenhang zu einem Wort zu bilden. Also fast schon Leseschwächen. Dies ließ mich sehr verzweifeln. Hatte ich doch vor der Schulzeit den Eindruck, ich könnte das Lesen lernen und Schreiben auch wie jeder andere normale Mensch. Mein Vater hat dazu nur gesagt, später dann, mein Sohn ist Legastheniker, doch er wird Akademiker. Ja. Meine Mutter sagte, ein Mensch erhofft sich fromm und still, dass er einst das kriegt, was er will, bis er dann doch den Wahn erliegt und schließlich das will, was er kriegt. Das sind auch Worte, die mir eingefallen sind bezüglich, ja, also ich sage jetzt noch was zu Lehrpersonen, also Lehrer. Lange Rede, kurzer Sinn, hat mein Lehrer Dendler immer gesagt. Dem sind die Kugeln im Zweiten Weltkrieg um die Ohren gesaust und da hat er das gerne, hat er das so erzählt, so, hey, ja, das sind die. Und da hat er sich gespürt am Ohr, das war für ihn ein ganz starkes Lebenserleben, also Gefühl. Und dann hat aber eine Kugel dann doch getroffen und dann hat er nur noch ein Bein gehabt und ist mit der Prothese dann mit dem Fahrrad in die Schule gekommen immer. Aber er hat so Biologie da gelehrt und von ihm habe ich viel gelernt. Ja. Und in der Meisterschule für Handwerker, wo ich auch war, hat mein Professor Littich gesagt, wenn ich war ein bisschen zerstreut und hat gesagt, unser zerstreuter Professor. Er war ich dann mit einem weißen Kittel und einem Pinsel plötzlich vor einer Schulklasse gestanden, weil die Räumlichkeiten dort waren, praktische Räume und Theorie, so nebeneinander. Und ich habe als die falsche Tür genommen und war dann plötzlich vor der Klasse mit dem Pinsel und mit einem weißen Kittel, da war ich der Professor dann. Da hat er sich ein bisschen lustig gemacht über mich, weil ich so zerstreut war. Ja. So stand ich dann im Klassenraum. In diesem Klassenraum habe ich, wie der John Lennon gestorben ist, dann auch der John Lennon an die Tafel gemalt. Ich bin ein anderer, dass mein Vater hat damals so ist, zum John Lennon nicht so viel gesagt, aber ein anderer, der auch erschossen wurde, das war der John F. Kennedy, der hat immer versucht nachzumachen, hat immer gesagt, ich bin Bruno. Hat er immer so gesagt. War eigentlich ein komisches Zitat, aber es mir auch das jetzt eingefallen ist zu diesen Wörtern. Als ich Gitarre gespielt habe, ich zum Beispiel, also ich habe das dann gelernt, gerne Gitarre zu spielen und Texte und Akkorde dazu zu machen. In der Zeit, wo John Lennon schon lange mit seinem, also schon als ich geboren wurde, hat er immer seine Love Message und Yeah, Yeah, Yeah und All You Need Is Love. Das war so, dass die Worte gar nicht mehr wichtig waren, sondern wenn die Lieder von The Beatles diese Vielschichtigkeit in der Gesangsstufe, das ist ja meistens, singen die auch gleichzeitig das Gleiche, aber die haben verschiedene Färbungen in der Stimme und dann tun sie halt auch verschiedene ich weiß nicht, was man genau nennt, weil ich nicht Musik studiert habe, aber auf jeden Fall, da waren die Worte überhaupt nicht mehr wichtig. Ich habe da eigentlich nur auf die Melodie gehört. Und war mir gar nicht wichtig, was da überhaupt drinsteckt an Inhalt. Und später habe ich gemerkt, alles passt gut zusammen. Aber eigentlich waren die Worte da nicht so. Meine Texte waren dann bei der ersten Lieder zum Beispiel, bring mich zurück zu meinem Haus im Grünen.
wo das Wasser noch nicht chemikalisch verseucht ist, wo die Menschen sich noch einander helfen und nicht irgendwelche Egoismusregeln gelten. Ja, bring mich zurück zu meinem Haus im Grünen, wo Freiheit nicht nur ein Wort ist, ohne Angst angezeigt zu werden, wie Jesus von den Schriftgelehrten. Das war ein Text von damals, und aber auch habe ich was eingebaut wieder. Das heißt so, hilf uns Deutschen in der Not, gib uns Milch und Butterbrot, doch der Feind im Schützengraben soll von alledem nichts haben. Hilf, dass unsere Truppen siegen, dass wir wieder Schulfrei kriegen. Das war dann so erschütternd, wie ich dieses Gebet irgendwo gelesen habe, dass ich es auch in ein Lied eingebaut habe. Wir haben mal auch immer so kleine Auftritte gemacht in der Teestube und so. Aber ich habe mich später für die Malerei entschieden. Ja, aber Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Das ist das vom Vater, der den er spät kennengelernt hat. Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Auch meine Schwiegermutter, die sagt auch den Spruch, also die sagt aber auch noch andere Sachen. Zum Beispiel, vom vielen Schaffen verrecket Ross. Vom vielen Schaffen verrecket Ross. Weil es romanisch ist. Kannst du das mal übersetzen? Vom vielen Arbeiten versterben die Pferde. Weil dann habe ich das überhaupt da stehen. Also, meine Mutter hat auch zum Beispiel gerne gesungen und im Kirchenchor, die Wildsau rennt den Garten ab. Und das haben die gesungen exzessiv. Die Wildsau rennt den Garten ab und kann man hören lassen. Und so lange gerade rennt die Wildsau, also das gibt es ja nicht. Also meine Liedtexte, die waren halt auch immer schon anders. Und nach der Schule und wollte ich auch Freiheit haben. Da habe ich gedacht, jetzt kaufe ich mir mal ein Buch, ein eigenes Buch, und das war ein dadaistisches Buch. Am Anfang war Dada. Warum da drin das so meditativ, kompliziert ausgedrückt war, habe ich auch nicht gewusst. Meditativ gibt es auch nicht wirklich. Also, da war zum Beispiel Stande. Dinkel, Dundel, Daben, Dem, Deske, Dem, Dink, Des, Dinkel. Aber das war dann auch schon von mir wieder jetzt. Die Politik verderblich unentschwätzt, lagogisch überschätzt, so ist sie. Ungereimt der Mensch, ihr ganz entmachtet, so pollert sie in dick und allen Worten wohl, als wählt im Wall und Schwall die Welt, errettend alle wollen, kriegen will, wetten sie und ich könnte, würde gerne retten. So teilt sich uns die Rettung auf in Themenpartei, teilen sich eingegliedert ein kleines und ein großes, angestrebt siegen und von Klarheit willig unterliegen, ist ein Volksbesinnen. Ein mehrheitstatbeschlussbekräftigtes Handeln ist gut, oder nicht? Zwei wenigstens ungefähr, unorientierte Füße sind schlecht, oder doch? Und recht, was wählen, quälen, im Organ und Denk- und Hirn gesteuert, gequäckelt, nüsselt, Kieselstein geübt, die Artikulation mit lautem Ton. Oh, es kundelt, wichtelichtet, hoch Interesse mein Selbst, die Partei, die ausgewählt, ich bin lieber nicht die weiße Partei, die leuchtet, Leber, Nier, Liebe, Geschirr, gewaschen, lassen, tun, ja, tun, sein, wollen, Liebe, Leben, geben, können. Papa, Tai, Tai, rar geworden, Paare, Paaren, einig sich, unverderblich, schwulstig, zugelassen, ohne sie zu hassen. Ja, Worte, die im Studium ich geschrieben habe, die waren ohne Musik. Begleitung oder so, also sie waren sehr kompliziert ausgedrückt. Eins in einem
Beim Schriftding, wo ich gelesen habe, war der bewusste Mord entlarvt des Menschen Tat als schlecht. In diesem Satz, da habe ich mich noch länger erinnert, weil mein Freund Ralf das gesagt hat, das sagt eigentlich nichts aus. Aber wenn man weiß, dass die Tat bedeutet, was sie bedeutet, ist man sich ihrer bewusst. Es ging eigentlich damals mehr um die Bewusstseinswertung, auch von mir, aber auch von der Gesellschaft. Ich wollte schon auch mehr ansprechen, aber es war eher so ein philosophischer Ansatz, der eigentlich schon nichts Aussage braucht unbedingt. Aber es geht ums Denken an sich und die Bewusstseinswertung. Zu der Art, wie mein Professor Weißer zu uns geredet hat, sagt die Frau Singh, das war eine ältere Mitstudentin, die hat graue Haare gehabt und die hat ganz, ganz feine Sache gemalt. Und ich war neben dran, habe große Bilder gemacht, habe rumgespritzt mir auf die feine Sache drauf. Also das war ein wilder Maler. Die hat gesagt, es ist tödlich, wie mein Professor, wie er spricht, so diese Langeweile, es ist tödlich, diese Langeweile, hat sie gesagt. Die hat aber kein Diplom gekriegt, glaube ich, deswegen. Das wollte ich gar nicht sagen. Also, wenn man meinem Vater zugehört hat, da hat mir immer gesagt, dann braucht man nur ein Stichwort zu geben und dann redet er stundenlang drüber. Das war auch so. Also, er hat auch gern referiert, weil er viel gewusst hat. Aber wenn man Professor Weißer ein Stichwort gegeben hat, hat er 3 Stunden drüber geredet. Und er hat ja auch dann dafür diesen Professortitel auch gehabt. Holger Weigand schreibt, also das war auch, ist auch ein Freund von mir, der Holger, über das Thema Erleuchtung, weil ja, die Erleuchtung mich doch sehr beschäftigt. Erleuchtung heißt kennenlernen. In der Akademiezeit gab es viele Vorträge, einige über das Thema Erinnerung. Der Dozent, der referierte, zwischen fast jedem Satz musste er sagen, Und dann habe ich gedacht, Erinnerung, Und das gehört zusammen irgendwie. Das ist die Erinnerung. Das habe ich dann auch Michael Hofstetter gesagt, ein Mitstudent. Und dann hat er gemeint, du hast das nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, ich habe es zwar nicht richtig verstanden, ich habe nicht alles, ich konnte nicht alles verstehen, aber ich habe wenigstens zugehört. In der akademischen Sprache besteht zur Hälfte aus Fremdwörtern, womit gemeint wird, präziser, kürzer und mehr Inhalte zu transportieren. Der Michael Hofstetter stellt damals ganz große Worte als Siebdrucke her, mit ganz klarer Farbe, gerade so große Wörter, Wortwilzen auch. Und Bernhard Johannes Blume, das war mein Professor, der so eine Gastprofessur gehabt hat, der wurde auch zu meinem Freund, der hat mit Michael Hofstetter dann auch gerne diskutiert, weil der gerne geredet hat. Und das gibt es auch aufgeschrieben, und das lese ich jetzt vor. Ein Künstler muss fähig sein, hatte Bernhard gesagt. Er muss fähig sein, in sein Werk hinein zu wuchern, durch eine Art von Schizophrenie. Wenn man mit dieser Gefahr nicht leben kann, dann kann man kein Künstler sein. Was halt auch viele in der Akademie nicht so verstanden haben. Dass man diese Gefahr eingehen sollte. Das hat niemand so klar gesagt, aber er hat es klar gesagt. Im Innern rungen er auf Rugen innig gern. Errungen inner. Das Denken an vergangene Zeiten, in Gedanken zurück und wieder nach vorne, im Innern die Gedanken im Getriebe des Gehirns, verinnigt, verinnigt, geliebt, Zeit, erlebte Welt, die sind Erinnerungen. Nichts, rief Stefan Güpping dem Zuschauer zu. Nichts, erhob er mit der Hand das Wort, eisern und kalt, nichts. Danach ging er von Mensch zu Mensch und schaute jedem in die Augen, tief in die Augen. Von einem wurde er dabei sogar in den Hals gebissen.
Ein einziges Wort kann aufgeladen werden mit Inhalten, mit Gefühlen. Es kann mit Wissen und Zeit gefüllt sein. Alpha. Omega. Geburt. Sein. Tod. Nein. Ja. Friede. Sinn. Bin ich schreibend, bleibend. Singend, ringend. Ruhend, tuend, sinnend, beginnend, denkend, lenkend, wortlos, sorglos, glücklich, nützlich, grübelnd, verübend, essend, vergessend. Das Gedicht, wenn man es spricht, ist komprimiert, damit man es kapiert. Das Gedicht verspricht nichts kompliziert. Kapiert? Das Wort, dem man den Beginn der Welt zuspricht, besteht wohl aus Gedankenlicht. Einfallsgefunkte Blitze aus gedachter Verdichtungshitze dringen durch die dunkle Nacht, die da war, weil niemand dacht. Jetzt ist alles in der helle Leuchte, das meiste man aber gar nicht bräuchte. Scheint die Sonne und ich habe einen Sonnenschirm, schützt der Schatten meine Denkerstirn. Und weil der Reim auch jetzt gar nicht so richtig ist, hat ihn zuvor auch niemand vermisst. Weil Sonnenschirm und Denkerstirn, das eine mit M und das andere mit N. Es klingt manches einfach schön, wird vom Inhalt abgesehen. Die Zeit macht aus dem einstmal schönen Vergangenheit, dem will man sich nachsehnen, bewährt sich ein Regelungssystem, bleibt es, glaube ich, erst dann bestehen, wenn es sich auch anpassen kann auf die Zeiten, die ausbrechen irgendwann. Grundkenntnisse sind schützenswert und durch den Schutz auch unversehrt. Manchmal schützen aber die Schatten vor der Strahlung nicht und vor den Überhitzungsqualen. Doch oft sind überschattete Denker keine guten Systemlenker. Vorhin, da hätte ich noch was erzählen wollen. Meine Worte werden da gerade so aus mir herausgequollen. Doch jetzt ist es nicht mehr richtig da. Der Zeitpunkt ist nicht mehr da für das, was vorhin alles da gewesen war. Wort, wenn es nur das eine Wort ist, das ihr das verspricht, ich sag's nicht. Ich sage, ich will sie haben, diese kleine, unsere Gaben. Die kommen, ich weiß nicht, wo sie hergenommen sind. Ich weiß, sie kommen vom Herzen tief drin. Wo sich schmerzen. Das sind ein Gedanke, der immer, sind Gedanken, die immer um was ranken, was einen Sinn erfüllt. Das Leben, den Lebenssinn erfüllt, was stimmt und immer gilt, sie tun, erfüllen und umhüllen und halten diese Wortfindungen fern vom Übergeordneten, dem Herrn. Es ist klar, dass man dem nicht beikommen kann, bei all dem, was man so redet, man trotzdem. Es ist ja gut, dass man, dass sowas gibt, zu dem man sagt, dass man es liebt. Und die Geschlechter schmelzen zusammen zu einem Menschheitsglauben, indem sie rauben von den Frauen die Kraft und ihres Körpers Trauen und es klafft ihr Leben zum Kind, womit es neu beginnt und wieder verringt. Aus der einen Hand, die nur eine andere fand, sind meine eigenen zwei, erkenne ich das. Und wann ist es vorbei? Also, ein Mensch, er steht und er weiß auch nicht genau, ob er wohl Mann ist oder Frau, getrieben von, er nennt es Liebe, hätte er gern einen, an dem er sich riebe. Ein Friede kehrt erst dann wieder ein, wenn er sich fühlt als Mensch wieder allein. Oder waren es die Worte, ein Menschlein, der kein Geld mehr hat, der landet in einer großen Stadt, weil da die Leute sind so dumm und schmeißen mit dem Geld gerade so rum. Nee, oder es war halt doch wieder ein Mensch erhofft sich fromm und still, dass er als das kriegt, was er will, ist er dann doch dem Wahn erliegt, ist er dann doch dem Wahn erliegt und schließlich das will, was er kriegt. Das bekam ich von meiner Mutter beigebracht, so durchschwebt sich das Denken mit Vergangenem, was Erich Bittag zum Beispiel, einer Freund von mir,
mit zerknirschter Miene gesagt hat, das kann man doch keinem Bürgermeister vorlegen. Da, ich an einem, da waren Worte erfunden in meiner Schrift, wie zum Beispiel Science oder Zeiteingebungen möchte, das geht ja noch, möchte das Größere uns teilsam sein, Kindheitsschönheitsheilen Welt. So Wortkombinationen in meine Texte drin, die man immer sagt, das gibt es ja gar nicht eigentlich. So, zum Beispiel lichtes Körper. Ja, so wie vorhin halt. Ja. Also Fehler sind die Würze des Lebens. Fehler sind die Würze des Lebens, hat der Onkel Eberhard gesagt, der jetzt gerade gestorben ist, zu meinem Vater, der Bruder. Der Abend war frisch geworden und die Paare kuschelten sich aneinander. Die Sonne glühte in das Blau der Nacht und verschmolz mit ihm in einem violetten Bett von Hügeln und Bäumen. Dazwischen erhoben sich die hellen Bauten, in denen nach und nach orangefarbene Lichter entzündet wurden. Die Sterne, die zu früh vom Himmel fielen, sie sind diese orangefarbenen Lichter, die viel zu früh entzündet wurden und leuchtend. Bei den Liebenden ist ein See aus Blumen. Die heiße Erde, der rote Staub auf alten Steinen, genügsame Pflanzen im kühlen Wind, verborgene Höhlen, Kathedralen darin und das Meer langliegend ausgebreitet. Es spiegelt das Licht, der Blick aus dem schwarz umrandeten Tor in die Weite, die schimmert, die Sonne, die ruft aus den Stillen in lautes Gestürme zu den Menschen, den Tieren, den Bauten heraus aus dem Märchen zu Fabelwesen, um mit ihnen neu zu begreifen die heiße Erde. Erstarrt und zersplittert in hunderttausend von Reflexionen, von Energien, die uns nur schwach berühren, ihre Freiheit verschleiert, den Raum ohne Grenzen. Da bin ich frei und träume und denke als Mensch aufgewacht, als Fisch und als Möwe, als Staub und Sandkorn, als Neptun und Atlas, als Tourist oder Arbeiter. In Stille und Andacht mein Haupt senkt sich nieder. Ich spüre in sich das Strömen in mir und Friede, die Stille und das Ruhen. Ein Felsen wird nass und er trocknet zugleich und wieder beschwemmt und getrocknet. Rinnt über mit Wasser, verdunstet, schwingt über, nass, nass immer und trocken wieder. Die Rhythmen der Zeit sind in uns eingezogen, verbinden die Welten in all ihren Formen. Das Leben ist drängend, miteinander zu spielen, zu kämpfen, zu lachen, zu reden, zu sehen, zu fühlen, zu schlafen, zu gehen und ruhen und träumen und es zu verstehen im Studium vom Ganzen. Wie entwurzelt die Bäume vom Sturm, wie die Sonne aus Wellen Regenbögen macht, in dem Gold eintaucht, Berge und Täler. Wo der Mensch sich versteckt vor stetiger Unruhe, um in Häusern Ordnung zu finden. Und die Stille, die allem so innewohnt, wie das Sehnen nach dem Wandel. Allein schaue ich die Gruppe an, die Sippe, die Völkereien. Respektlos greifen sie sich an, voll Würde wollten sie schreien. Siehst du nicht, dass wir ein Wunder? Ich öffne meine Augen. Lässt du mich, stupse ich dich zurück. Und willst du mit mir ringen, so kann uns mit ein wenig Glück eine Fusion gelingen. Ich denke, das geschlechtliche Miteinander kämpfen sollte von jung bis alt geschehen. Dann könnten wir es uns auch schenken, im Krieg miteinander schlecht umzugehen. Schlafen. Danke. Metamorphose. Zeit. Freiheit, Winter, Herbst, Sommer, Frühling, Freude,
trinken Natur. Ja, Dankbarkeit wert. Vermehrt sich ihrer, kommt sie zurück auf diesen Stern. Ich würde ihr Eintritt gewähren. Ich schließe sie herein, um nimmermehr von diesem Ort zu schwinden. Voll Lebenslust, das Meer, es reibt sich am Felsen, schaumig springt hoch und spritzt, vergnügt, geht vor und runter auf und ab und hört nie auf zu drängen. Jetzt wird es wild, die ganze Bucht ist weiß und aufgewühlt, gar wolkig hell, der nasse Nebel zerstäubt besinnungslos. Die Wellen brechen sich, Fontänen stürzen übereinander, die eine hoch, die andere höher, es steigert sich voran, das Schauspiel vermengt das Blau der Küs mit hellem Wasserschaum, mit Tiefe, die dem Himmel gleicht. Das pure Leben scheint es zu sein, es kämpft und arbeitet und spielt, das Wassermeer ist ruht und gibt sehr großen Lebensraum. Es zeigt sich hier mit lauter Stärke, mit verschwenderischem Witz, das ist ein Grund zur Freude und komme ich zu nah heran, dann macht es mich nass. Mit Schwung, das Meer, das Wasser und die Wellen, sie sind rauschend und sie singen Kanonlieder, schreiben die Fugen rhythmisch klingend, zarte und laute Töne, der Wind, der Dirigent, das Land, das Publikum, es gibt stehenden Applaus beim Werk und findet sehr gelungen. Worte lassen in einen Menschen hineinschauen, sie lassen auch mich selbst in mich hineinschauen. Und sie sehen, wie ich mich gefühlt habe, als ich sie schrieb. Manche Worte holt man gern hervor, weil sie gut tun und weil sie auch etwas Interessantes im Inhalt haben. Und was, dass das Leben angeregt wird durch Worte. Deswegen holt man sie gern. Was hat der Geist denn so sehr gelitten, dass er nun in das Gedicht des Reimen bekommt ein Kleid? Dem Kleid entglitten ist nun das nur noch schützt, so wie mir scheinen. Ist jenes Wort, das unerträglich ist von sich aus, ein Unding, ein dicht gefasstes Reimgefüge, schaut in dem Frack des Clowns nun so heraus, als wäre dieses Wort Wahrheit, doch nie Lüge. Hat doch ein kluger Geist das reflektiert, ein Schriftgelehrter, fein gekleidet, viel belesen, der mich vertraut und der mich geführt. Er war für mich auch Kind gewesen. Dorthin zurückgereimt die Worte gehen. Die Lebenszeit, das Chaos ist ausgeblendet. Nur noch möchte Harmonie und Rhythmus muss ich so sehen und nicht, dass Jugend meine Ziele wendet. Doch sehe ich Leid und dessen Hilfe fehlgeleitet, erhebe ich das Wort gegen die Unvernunft, die Jugend, die sich mit inneren Kämpfen so entscheidet und ohne Schaden bleibt der Mensch in Zukunft. Ich schreie, Mensch und Kind in einem, pass auf und renn und schütze deinen Leib. Und geh dann aufrecht mit dem Blick zum Kleinen. Das Wort Verantwortung, habe ich gemeint, ist frei. Und wenn ich es schreibe, ist es auch noch frei. Neue Wort bewurzelt ein dringend, dingend, so da sei es nun. Verolmen, garen, ohne. Alfahren, Punkt für Fleck erkennen, laute, leise springen. Ja, so ist das Werden. Ist es gestrickt, zuckend, zuffend? Ist des Zukunft rufend? Schrei nach jungen Menschen, deren Geister streben, Sinne nicht mehr blenden, deren Körper nicht mehr leben. Ei, das Rennen fällt ins Haufen, und der Leser souverän ist, des Konsument zum Kaufen, liest gern, um zu verstehen. Doch zurück. Das neue Wort t-t-t-t-t-t-t-t-t und die Pause Tee zu trinken, braucht die Zeit dazwischen, ist nun ein Ei, oh, now, now heißt jetzt satt. Und auch oh, 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 kann das aufgebrüllte brodelhaft sich schleicht leise, jene welche säuselnd, plump und pummelt, lummelnd wie ein Feld, versauselt zu Flussorg singt, zu schweben das Rauschen des 40.000 Kilometer und gleich steht Lied dafür. Vorweg Echo nimmt die Leute und die gleiche und kann diese gleiche und Echo nimmt, schwebt so blauschig, weiß Gefieder. Federn, wo doch wo Wurzeln sind, Wurzeln tief in Lüfte dringend, suchen halt die süße Klingen.
ist so halt im Halt vorbei. Kurz. Politik. Politik. Kultur. Zeichen. Trost. Ursprung. Gebucht. La la la. Herauf und herab. Flingelingeling. Bum bum patsch. Und sind sie schon liiert? Wurde ich von einem halbgelähmten, zerbrochenen, aber dennoch eleganten Mann gefragt. Damals konnte ich nicht bejahen, dass ich liiert bin. Jetzt fühle ich mich veredelt und zwei Beine im Leben stehend. Unsere Gedanken lassen wir zwischen uns fließen und uralte Bäume stehen im Wasser. In dich tauche ich ein, der Moment ist die Ewigkeit. Ich atme in deine Atmosphäre, in deiner Tiefe ist keine Schwere. Ruhe erstrahlt aus meinem wilden Herz, unser Verschmelzen trägt unzählige Blätter. Wellen und Plätschern geleiten uns durch den Raum über den Teppich, der die Lichter einsaugt. Stille strömt ein in die weite Halle, ohne Echo schweben Schneeberge auf. Und das weite All hat die Kälte verloren, taucht friedlich ein in die Ruhe der Nacht. Und uralte Bäume stehen im Wasser. Alle Grenzen sind weit aufgerissen, ziehen uns zueinander. Doch fliehen wollen wir alle nicht. Und das Fliegen hat für uns kein Gewicht. Wir haben uns als Mensch so gern und finden uns als Morgenstern. Dein Blick in unserem Lächeln trifft mein Inneres, das ganz wir nur sind. Atme aus und die hereingelassene Flut hat als Heimat den Meeresgrund, der die Basis gibt für das, was ist gut, natürlich gepflanzt in uns, entdeckt die Gewässer vom Fliegen errötet. Sie decken uns zu. Glück, Ende, Werden, alles ist gut. Demut, Dankbarkeit sind die schließenden Worte für heute. Sind noch ein Lied.
uns hinein. Stimme, wenn er singt, und in uns hinein.